Gertraudenbrücke zwischen der Stadt Köln an der Spree im Osten und der holländischen Friedrichswerder Stadt im Westen. Hier sehen wir die Skulptur der heiligen Gertrud von Nivelles. Nivelles ist eine mittelgroße Stadt in der Wallonie, südlich von Brüssel, ungefähr 40 Kilometer, nicht weit von Waterloo entfernt übrigens. Und die heilige Gertrud war eine merowingische Königin der Franken, des frühen Frankenreiches, und nahm sich besonders an der Mühe und der Plage, der Geplagtheit der Reisenden, der unterwegs Befindlichen. Und überall im Abendland entstanden St. Gertrauden-Hospitäler mit Gertrauden-Kapellen. Die Kapellen für die geistliche Betreuung, die seelische Betreuung, und die Spitäler für die allerchristliche Caritas, die Bekleidung und Beköstigung und Beherbergung der durch die Mühen und Strapazen der Reise Geplagten. Dass wir hier gerade eben die Friedrichswerderstadt passiert haben, sehen wir an zwei Beispielen. Hier die Straße heißt Friedrichsgracht. Es ist das Grachtenviertel von Berlin, die Friedrichswerderstadt. Und im Hintergrund sehen wir sich im Wasser der Spree spiegeln eine holländische Klappbrücke. Ein bisschen weit, so 150 Meter, aber man kann es gerade doch erkennen, denke ich, nicht? Ja. Ja. Und nun begeben wir uns in den wahren Ursprung dieser großen Stadt. Das ist der Kölnische Markt. Köln an der Spree war der Ursprung schlechthin bei der Gründung der Stadt 1237.